freue mich auf Klaus. Klaus ist 50. Guten Morgen. Hallo Klaus. Hallo? Hallo Klaus. Hallo? Ja, ich höre dich. Ja, ich würde dich bitten, den Ton von dem Fernseher oder vom Radio ganz abzuschalten. Ich probiere es mal, ja. Das müsste ja zu machen sein. Denn dann können wir besser reden, wir beiden. Ja. So. So. Hat's geklappt? Es geht. Ich hab mehrere Male schon angerufen. Da ging es um den Malregelverzug im Deutschland. Ja. Ja. Ich habe wegen anschauen Bildern. Wegen was? Anschauen für Bildern 12 Jahre im Maßregelvollzug verbringen müssen. Sag den Satz nochmal, ich habe den Anfang immer noch nicht verstanden. Du hast? Wegen anschauen Bildern, Bildern. Wegen Anschauen von Bildern? Jawohl. Was für Bilder hast du angeschaut? Kleine Mädchen. Also Kinderpornografie? Richtig. Ja. Deshalb warst du wie lange im Maßregelvollzug? 12 Jahre. Mhm. Erklär den Leuten noch mal, was Maßregelvollzug überhaupt ist. Maßregelvollzug ist Psychiatrie, wo man quasi unbegrenzt bleiben muss. Oder man wird irgendwann entlassen, so wie du. Oder man wird entlassen nach 12 Jahren, wie ich, genau. Ja, und das entspricht im Prinzip einem Gefängnisaufenthalt, aber ist mit psychiatrischer Begleitung. Ja, ich hatte eine Parallelstrafe von 1 Jahr und 4 Monaten und durfte dann im Maßregelverzug. Das heißt, die Gefängnisstrafe war relativ gering, von wie du es gerade gesagt hast. Und dann hat man den Maßregelvollzug draufgepappt. Das ist so parallel, genau. Warum hat man dich in den Maßregelvollzug gesteckt? Man meinte, ich wäre gefährlich. Hast du irgendwann früher mit Kindern was gemacht? Nein. Warum glaubt dir das Gericht, dass du gefährlich bist? Weil das in Deutschland reicht, wenn ein Gutachter sagt, du bist gefährlich. Wie ist man dir denn damals auf die Schliche gekommen, dass du Kinderpornografie konsumierst? Ich habe einige Domain-Nummern haben. Nochmal, habe ich nicht verstanden. Ich habe Domain-Nummern registriert und das hat gereicht, um mir zu sagen, du bist gefährlich. Hat man Bilder auf deinem Rechner gefunden? Negativ. Also du hattest dich nur registriert auf einem Portal, wo man das gucken kann, oder wie? Man hatte mich registriert auf einem Portal, wo wo man naja, komm jetzt raus mit der Sprache. So schwer kann das nicht sein zu erklären. Ja, ich hatte einige Domains registriert, die den Namen mit Mädchen beantworten. Und du willst mir erzählen, dass du da nie drauf geguckt hast? Nein, so ist es nicht. Ich habe drauf schon geguckt. Du hast schon geguckt? Hm? Du bist jetzt 50 Jahre alt. Seit wann weißt du denn, dass du auf kleine Mädchen stehst? Seit ich
knapp 20 bin. 26, 20 bist. 20. 20. Warst du schon mal kurz davor, real etwas zu machen? Nein. Wie stark ist das Interesse an kleinen Mädchen? Nein, ich schaue mir gerne kleine Mädchen an, auch ohne Sachen. Aber ich werde sie nie anfassen. Wie alt sollen oder sollten die kleinen Mädchen sein? 11. 11? Hm? Als du dir diese Sachen angeguckt hast, hast du dir Gedanken darüber gemacht, wie diese Sachen entstanden sind? Ja, das habe ich mir, aber ich habe keine... Es ist blöd. Was ist blöd? Ja, ich weiß schon, dass Elfjährige-Mädchen keinen Sex haben wollen mit Erwachsenen-Männern. Was hast du denn auf diesen kinderpornografischen Seiten zum Beispiel gesehen? Also auf den Kipo-Seiten gibt es so viel. Sexuelle Sachen. Das heißt, du hast gesehen, wie erwachsene Männer mit diesem 11-jährigen Kind Geschlechtsverkehr haben? Korrekt. Was hast du dabei gedacht, außer dass du sexuell erregt warst? Ich wollte keinen Sex mit einer 11-jährigen haben. Aber du unterstützt, wenn du so etwas schaust, ein schweres Verbrechen. Nämlich dieses Kind, was da gefilmt wird, hat wieder seinen Wünschen Sex mit einem Erwachsenen. Nein, das ist klar. Und man macht sich mitstrafbar, moralisch auch strafbar, wenn man so etwas überhaupt anschaut und somit den Konsum und die Verbreitung fördert. Nee, das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. ganz, ganz blödes Thema. Natürlich hat man... Klaus, erstmal im Klartext. Du wickst dir ein, während eine Straftat passiert. Falsch. Während ein kleines Mädchen vergewaltigt wird. Das ist falsch? Völlig, völlig falsch. Jetzt willst du mir nicht erzählen, dass das kleine Mädchen das gerne macht. Nein, ich weiß, dass das kleine Mädchen das gerne macht und nicht interessiert. Es ist interessant. Nochmal, du weißt, dass das kleine Mädchen das gerne macht oder nicht gerne macht? Nein, es wird es nicht gerne machen. So, und warum ist das falsch, was ich dann sage? Ja, wenn ich mir Filme anschaue, wie ein kleines Mädchen Sex mit einem Mann hat, wo ist das Problem? Weil du dich moralisch mitstrafbar machst und eine Last auf dich legst und du etwas konsumierst und dazu beiträgst, dass das eine Verbreitung findet. Das ist das große Problem. Wenn niemand diese Sachen angucken würde, wäre auch dieser Film nicht gedreht worden. Dann gebe ich dir recht, Domian. So, jetzt warst du 12 Jahre im Maßregelvollzug. Mhm. Hast du dort eine Therapie gemacht? Negativ. Hat man dir eine Therapie angeboten? Negativ. Wie kommt das? Es ist einfach nicht mehr möglich. Dich zu therapieren? Nein, eine Therapie im Maßregelversuch ist nicht möglich. Mhm. Das wundert mich jetzt, das weiß ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Wie lange bist du jetzt draußen? Ich bin jetzt seit 2012 draußen, habe einen guten Therapeuten, der mir seit 2013 hilft, aber hilft nichts anderes. Also der hilft dir nicht besonders? Doch, er hilft mir.
Ja. Aber du hast den Drang immer noch dazu, solche Sachen zu sehen. Ich möchte kein Kind vergewaltigen. Ich möchte Sex mit keinem Kind haben. Aber du willst zugucken, wie ein Kind vergewaltigt wird. Nein. Ich möchte ein Kind haben, was mir gefällt. Also mit einem Kind leben. Du willst ein Kind haben, das dir gefällt, und du willst mit einem Kind leben. Mhm. Wie bitte soll das gehen? Ja, das ist ein Problem. Das meinst du im Ernst? Du willst mit einem realen Kind leben, das dir gefällt? Ich darf es nicht, aber ich würde es gern. Und in deiner Fantasie würdest du dann nichts mit diesem Kind machen? Kein Sex. Aber erotische Dinge schon? Nein, ein ganz normales Leben. Was sagt denn dein Therapeut dazu? Er sieht das schon eher positiv. Dass du diesen Wunsch hast? Wie gesagt, ich will keinen Sex mit einem Mädchen haben. Ja. Und das akzeptiert er. Nochmal die Frage, in stillen Stunden des Nachts sitzt du nicht am PC und guckst doch das ein oder andere dir nochmal an? Definitiv nicht. Ich finde diesen Wunsch, den du gerade geäußert hast, abstrus, muss ich dir sagen. Ja, ich finde ihn abstrus, und ich würde keinen Pfennig verwenden, dass... Da muss man nicht drüber reden. Ich finde es völlig abstrus und finde es auch irre, dass du dir überhaupt so etwas ausmalst. Bin auch entsetzt darüber, dass dein Psychologe dir das nicht, dass der dich nicht anders führt. Klaus, ich möchte gerne dir anbieten, dass mein Psychologe noch mal ein paar Worte mit dir redet. Ich finde, das ist dringend nötig. Ja, gerne. Dann bitte ich dich aufzulegen, und der Jürgen, mein Psychologe, ruft dich gleich zurück. Jürgen, ich danke dir für das Gespräch. Ne? Ja, auf Wiederhören. Ich muss mich sehr zusammennehmen bei solchen Gesprächen, das habt ihr sicher gemerkt. Man schaut da in Abgründe, dass es einem kalt den Rücken runterläuft. Wenn das stimmt, dass man im Maßregelvollzug keine Therapie machen kann und keine ordentliche psychiatrische Betreuung bekommt, gerade in solchen harten Fällen, finde ich das skandalös. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Und ich muss ehrlich auch sagen, dass das, was ich gerade von dem behandelnden Psychologen gehört habe, mich auch sehr befremdet.